Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich bin bei GNS Schleswig-Holstein und ich wollte euch hier ein ziemlich seltenes Fahrzeug einmal vorstellen. Ein ziemlich kompaktes Fahrzeug von Karmann auf Fiat Ducato Basis. Ist relativ selten unterwegs und der bekommt eine Solaranlage, unsere Schindeltechnologie, 200 Watt und einen Umbau auf Lithium. Da haben wir, das haben wir dem Kunden noch mit angeboten und der hatte eine 80er AGM drin und das ist natürlich auf Dauer zu wenig. Und das Fahrzeug stelle ich euch jetzt mal vor und wünsche euch viel Spaß bei meinem neuen Video. So, Jute Stick steht hier. Guten Morgen, hallo Björn. Hallöchen. Alles gut bei dir? Ja, nachdem wir dann jetzt die Kabeldurchführung dann nicht mal gefunden haben und gemacht haben, ja. Ja, genau. Ich habe schon gesagt, um welches Fahrzeug es sich handelt. Ja. Und der hat ja ein aufgesetztes GFK-Dach. Genau. Und da kommen jetzt unsere beiden Module drauf, 200 Watt. Genau. Und einen Umbau noch Richtung Lithium. Genau, da wollte ich, ja gut, okay, ihr seid ja schon dran. Zeige ich den Zuschauern, dass wenn das oben fertig ist. Ja. Ja, der Kunde bekommt auch keine Flex-Module, sondern aufgesetzte, gerahmte Module wegen der Hinterlüftung. Das wollte er auch so haben. Das ist auch aus meiner Sicht sicherlich besser. Und ja, zeigen wir das gleich nochmal. Ja. Danke dir. Danke. So, dann schauen wir hier mal rein. Das ist bei dem Fahrzeug so geregelt, dass wenn man hier die Türe schließt, dass man, oder öffnet, dass man dann ins Bad gucken kann. Ja, das ist dann halt so. So hier genauso. Hier ist der Kühlschrank von hinten zu sehen. So, und hier ist das Batteriefach. Da. Da oben hängt das Ladegerät und da unten sind noch ein paar Kabel. Und da werden wir jetzt die Lithium-Batterie einbauen. Diese Batterie war hier drin, ne? 80 Amperestunden. Und gut, wenn du bedenkst, dass du da nicht ganz die Hälfte rausziehen kannst, ist das natürlich nicht so viel. Und da ist der Kunde natürlich mit einer Lithium-Batterie mit 100 Amperestunden, die wir jetzt hier unterbringen, wesentlich besser dran. Ja? Und was ich noch sagen wollte, was mir jetzt noch spontan einfällt, das ist auch wieder so ein Fall, da war der Kunde bei seinem Händler und man hat ihm dann mitgeteilt, dass die Solaranlage so nicht montierbar ist. Ja, das würde also nicht gehen, ohne hier Kabelkanäle zu montieren und das wollte der Kunde nicht. Er wollte hier kein, das ist ein Gummi, das machen wir gleich wieder fest. Also er wollte da, ich zeig das mal, er wollte da jetzt keinen Kabelkanal haben, da in der Küche. Ne? Da, gut. Man sollte vielleicht auch ab und zu mal besser hinschauen, dann hätte man gesehen, dass der Solar vorbereitet ist. Ja, die Kabelmänner haben also mitgedacht. So, des Weiteren hat der die Information bekommen, dass man dieses Fahrzeug nicht mit Lithium betreiben kann, weil der dann ein neues Ladegerät braucht. So. Ja, hört man natürlich öfters. Es gibt Marken, die Orangene zum Beispiel, da steht in der Montageanleitung, dass du ein neues Ladegerät benötigst. Ja, oder es wird empfohlen oder darauf hingewiesen, dass das unbedingt... Alles gut. Also, unsere GNS-Lithium-Batterie braucht kein neues Ladegerät. Ja, also wer euch sowas erzählt, erzählt im Grundsatz Blödsinn. Ja, es gibt Batterien, die müssen das unbedingt, die akzeptieren keinen fremdes Ladegerät. Wir können aber in Verbindung mit Solar, mit dem Hersteller Forster, das mit dem bestehenden Ladegerät durchführen. Das ist kein Problem. Denn dieses Ladegerät hängt da oben, ja, ist umschaltbar von Gel auf AGM. So. Und unser Solarregler, den wir nutzen von Victron, der kommt ja auch da unten rein. Der hat dann die Original-Ladekennlinie und in der Verbindung funktioniert das hervorragend. Ist doch vom Hersteller so freigegeben, vom Batteriehersteller. Insofern brauchen wir nicht unbedingt ein neues Ladegerät. Das ist ja auch immer wieder ein Riesenthema. Verkauft man natürlich auch gerne dazu. Dann kostet eine Batterie am Ende auch mal 3.000 Euro, ne? Oder 2.500 oder was auch immer. Ne? Ein Booster hört man auch immer wieder, dass das unbedingt sein muss. Ich meine, das ist ja keine schlechte Idee, das so zu machen. Neues Ladegerät zu montieren und ein Booster. Dann komme ich natürlich auch schneller an
den Strom, um das wieder zurückzugewinnen. Aber es ist ja auch eine Kostenfrage, ja. Und wenn ich aber erzähle, das geht ohne nicht, ja, dann okay. Also wer Booster haben will, kann den haben. Wer ein Ladegerät haben will, kann den auch haben. Ja, kein Thema. Ja, aber wir brauchen es nicht. Ja, also es ist nicht unbedingt nötig. Ne? Das ist immer wieder das gleiche Thema. Ja, und wie gesagt, unsere Batterie ist freigegeben darauf, dass wir ein BMS-System haben, was mit dem bestehenden Ladegerät arbeiten kann. Also, dann gucken wir uns das Fahrzeug jetzt gleich mal an, wenn das soweit fertig ist. Und dann lassen wir die beiden hier mal in Ruhe arbeiten. Ja, die Jungs sind ja noch beschäftigt an dem Karma. Dann drehe ich noch mal eine Runde durchs Autohaus hier in Kalifornien. VW-Basis. Ja, schöner Campingbus. Ne? Gibt es auch hier im Autohaus-Cam zu erwerben. Da haben wir immer mal welche da. Verschiedene. Ja, hier Klassiker gehören natürlich zum Bild. Ist ja klar. Haben wir hinten noch ein schönes Fahrzeug stehen, ein Käfer. Ja, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, ist die Fahrradecke hier. Ich weiß, dass viele Firmen ausverkauft sind und dass händeringend nach Nachschub gerungen wird. Ja, aber da kommt bei dem einen oder anderen Händler dieses Jahr nichts mehr. Deswegen wollte ich euch mal zeigen, das Fahrrad hier ist ein Elektrofahrrad mit Scheibenbremsen. Sieht sehr hochwertig aus. Aus Dänemark. Hat man mir gesagt. Und wenn ich den Preis so sehe, ja, Reichweite 65 Kilometer, 23 Kilo wiegt das Ding, also nicht mehr oder weniger als andere für den Preis, inklusive Mehrwertsteuer. Ja, hier stehen ja noch 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück haben wir noch. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich ja auch nichts mehr. Also wollte ich nur mal eben so in den Raum werfen, wie gesagt, reines Elektrofahrrad. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mir fällt nur auf, dass wir hier noch wirklich ein paar haben. Ja, hier stehen noch mehr. Auch schicke Klamotten. Und ja, ich sehe ja viel auf meiner Tour. Ich drehe ja hier morgens hier meine Runden und ja, schauen wir nochmal, was kostet der Sprit heute. Wo sind wir denn da? Diesel 1,91. Der hat am Freitagabend ganz spät 1,82 gekostet. Ja, wie gesagt, ich habe das ja nie so ein bisschen verglichen. Da bin ich. Ich habe das ja nie so verglichen, weil du da auch nicht den ganzen Tag Zeit für hast. Ja, aber hier haben wir ja nun mal eine Tankstelle dabei bei GNS Schleswig-Holstein und dann guckst du natürlich da drauf und das ist schon enorm, wie die Preise hoch und runter gehen, vor allen Dingen auch wann, zu welchen Zeiten. Da könnte man hier und da auf dumme Gedanken kommen. Ja, um irgendwelchen Leuten irgendwas zu unterstellen. Aber das machen wir ja jetzt nicht. Wir sind ja jetzt wieder freundlich und vertragen uns auch alle wieder. Und Dinge sind ja auch abgeklärt. Und ja, hier die, zeig nochmal, da kannst du natürlich auch mit dem Wohnmobil ranfahren. Die haben auch einen Kiosk dabei, also einen Tankshop. Ja, und dort kennt ihr ja hier alles schon. Die Jungs sind gerade in Pause. Das mache ich nämlich ganz gerne dann, weil dann auch Ruhe ist. Ja, dachte, jetzt war wieder viel Wind, weil hier laufen ja ständig irgendwelche Ventilatoren und Turbinen und ja, die Karren laufen auch, sind auch, werden ja natürlich auch hochgefahren von den Motoren her, ja, oder Bremsprüfstände oder wie es ich war. Deswegen macht das eigentlich Sinn, das in der Mittagspause zu machen, wenn die Jungs in Pause sind. Und ja, hier hinten zeige ich nochmal aus der Sicht der Autowerkstatt. Haben wir das Wohnmobil stehen. Ich sehe, da vorne wird ein Audi vermessen. Gehen wir rein. Ja, da hinten haben wir ja einen Achsprüfstand, einen Vermessungsprüfstand. Schau mal Licht an. Und ja, hier haben wir den Karmann. Wenn man genau hinguckt, haben wir oben die Solaranlage schon drauf. Und den zeige ich euch natürlich, wenn er fertig ist. Wir haben da einiges an Umständen gehabt, das Kabel vernünftig herunterzubekommen. Der Kunde wollte auf keinen Umständen Kabelkanal sehen. In der kleinen Küche habe ich das größte Verständnis dafür. So, und das haben wir, da bin ich. Und das haben wir natürlich auch geschafft. Ja, bevor ich euch jetzt das Auto zeige, wie das fertig ist, würde ich gerne noch mal über die Messe reden. Ne? Messe
geht ja an dem Samstag los, 27. und dann bis zum 4. April. Und ich bin 10 Tage da und bei Forster Batteries auf dem Stand, ja, mit meinem eigenen System, mit der 300 Amperestunden Version, die habe ich ja nochmal gezeigt, ich glaube im letzten Video. Die zeige ich euch natürlich da, ja, was die alles so drauf hat, was die alles kann. Und dann haben wir natürlich auch zur Messe, hatte ich ja gesagt, haben wir noch eine Neuerung an dieser Batterie. Und da gibt es dann noch ein kleines Geschenk. Geschenk deswegen, weil wir eine Komponente dazugeben, die nicht berechnet wird. Ja, also das ist neu. Und ich finde, das hat die Batterie sich auch verdient und unsere Kundschaft sowieso. So, solartechnisch werden wir auch noch ein Angebot zur Messe bringen. Da geht es auch um unsere bewährte SunPower-Zelle. Ja, da wird auch noch einiges gemacht, das sage ich aber kurz vorher, weil wir sonst nicht so viel ranschaffen können. Ich bin jetzt gerade noch in Verhandlungen, 10 Paletten zu bekommen. Das ist natürlich nicht wenig, ja, und deswegen kann man das jetzt auch noch nicht hundertprozentig zusagen. Aber ich bin da guter Ding, ich habe da nie locker gelassen, wenn sowas ist. Deswegen haben wir am Ende auch den Erfolg, ja, weil du musst dich da nicht abspeisen lassen. Unser Karmann Dexter ist fertig. Man sieht oben drauf die beiden Solarmodule, Schindeltechnologie, 200 Watt, SunPower mit Victron, MPPT-Regler, Smart. So, das war der Ursprung der Bestellung. Der Kunde hat sich das Angebot, das Eröffnungsangebot von GNS Schleswig-Holstein gesichert. Der Kunde war bei seinem Händler, nenne ich den jetzt mal, wer auch immer das gewesen ist. Da hat der Händler gesagt, dass der die Solaranlage nicht aufbauen kann, ohne hier einen Kabelkanal zu verlegen. Ja, wie man sieht, geht das doch. Ja, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, wie das funktioniert, wo man suchen muss und wie man dann so einen Wunsch von so einem Kunden auch entsprechen kann. Also, kein Kabelkanal, sieht also so aus wie vorher. Ja, keiner merkt überhaupt, dass hier im Inneren eine Solaranlage verbaut ist, beziehungsweise Kabel liegen. Ja, also das war ein sehr großer Wunsch. Und dann haben wir uns noch das Batteriesystem angeschaut. Ne, hatte ich ja euch gezeigt, dass da eine 80 Amperestunden AGM-Batterie drin war. Und das haben wir jetzt umgebaut. Ja, wir haben die jetzt herausgemacht, haben unseren Regler hier unten reingesetzt mit einer Solarsicherung. Ja, und unsere GNSTV Lithium Power Batterie mit 100 Amperestunden haben wir jetzt hier reingebaut. Ja, schön nach vorne. Da war noch so ein Halter, so ein Befestigungshalter auf der Frontseite. Den haben wir natürlich genutzt, weil da hinten kann die nicht. Ja, dann müsste der schon 300 PS haben und das hat er nicht. So, die hat 100 Amperestunden. 200 Ampere Dauerentnahmestrom, das haben alle unsere Batterien. Ja, und 5 Jahre Garantie und unser QR-Code, finde ich ganz gut gelungen. Bei dem doch kompakten Fahrzeug haben wir jetzt hier noch Stauraum geschaffen. Ja, und wir haben sogar noch ein paar Kilos an Gewicht gespart. Hier der Stauraum haben wir jetzt auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ja, hier haben wir sogar noch ein Rohr, was hier drin hing, demontiert, was da nichts mehr hin, was da nicht hingehörte. Ja, ich wollte noch mal was zum Ladegerät sagen. Ja, da wird ja immer behauptet oder viel behauptet, dass wir für Lithiumbatterien neue Ladegeräte brauchen. Ja, das ist so, das wird bei vielen Herstellern verlangt bzw. vorgeschrieben oder wie man da noch immer, es wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass es nötig ist, ein neues Ladegerät zu montieren und ein Booster. Gut, neue Ladegeräte zu montieren und Booster, das ist okay, da kann man die Leistung natürlich mit steigern, ja, dass man schneller die Batterien wieder voll hat, aber unser Hersteller von unseren Batterien sagt, nein, das brauchen wir nicht. Ja, also wir sind da ja immer am Markt, ich sag mal ein bisschen voraus, ja, vorausschauender, ja, wo ist der Knackpunkt,
was möchte der Kunde? Weil viele fragen mich, ist das überhaupt nötig? Muss ich das haben? Ja, dann ist das ja fast so teuer, als wenn ich zwei Batterien kaufe. Ja, ich kann natürlich hingehen und so eine Batterie preiswert machen und dem Kunden dann ein Ladegerät und einen Booster verkaufen. Das kann ich natürlich machen. Dann habe ich im Endeffekt noch mehr Geld verdient. Ja, als wenn ich direkt eine Batterie nehme, die das nicht braucht. Ja, also alles gut. Die Unwissenheit der Leute wird hier und da ausgenutzt. Das ist halt so. Bei uns ist das nicht so. Ja, wenn ihr hier eine Lithium-Batterie kauft, bestellt, einbauen lasst, braucht ihr kein neues Ladegerät. Ja, das ist vom Hersteller so angegeben und unser BMS-System ist darauf programmiert. Ich sage aber immer, wenn ich jetzt auch noch eine Solaranlage habe, mit einem Regler, der die Original-Kennlinie, die Schlussspannung unserer Batterie kann, ist sie aus dem Schneider. Ja, dann lass das Ladegerät doch laufen, wie du willst. Ja, weil wir bauen dir doch eine Solaranlage ein, damit du nicht mehr an Strom musst. So, und das Ladegerät läuft ja nur, wenn du an Strom musst. Ja, also da kann man viel machen, ja, und da kann man fachlich viel unterstützen und dann kriegt man das doch hin. Ja, ohne neues Ladegerät und ohne Booster. Klar, man ist fertig, können wir dem Kunden jetzt übergeben. Hier steht ein Etresco nagelneu aus der Fabrik angerollt gestern, der kriegt das komplette Programm. Aber jetzt haben wir den erstmal glücklich gemacht mit kleinen Mitteln. Ja, also das muss man auch mal sehen. Du kannst jetzt so ein Fahrzeug in den Monaten von April bis Oktober autark bewegen. Ja, und hast trotzdem eine Solaranlage auf dem Dach, die auch im Winter funktioniert. Ne? Wenn du zum Beispiel mit so einem Auto nach Spanien fährst, ja, buchst du auch dort keine Stecker mehr. Ne? Also da hast du natürlich mehr Sonnenstunden. Ja, wie gesagt, Leute, wir wünschen dem Kunden hier alles Gute, der freut sich auch schon wie Bolle. Lasst euch gut gehen im Urlaub, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNS TV.